Erfüllt nicht schon allein das Hiersein eure Seele mit Frieden? Und dann kam Isabella in die Kirche und sie sah, dass sie langweilig war. Der Lobgesang von Isabella, Strophe 1, Vers 1. Ich sollte mich hier mehr zu Hause fühlen, aber ich weiß, was ein Opfer ist. Werde jedoch selbst nie eines sein. Warum mögt ihr mich überhaupt? Ich bin doch bestimmt schrecklich langweilig. Wie kommt ihr darauf? Euer Leben war so aufregend. Abenteuer, Duelle, leidenschaftliche Liebesaffären. Im Vergleich dazu ist mein Leben ein schaler, trockener Keks. Ich wünschte, ich hätte euer Leben. Nein, ihr wollt mein Leben nicht. Wieso? Weil ihr ein gutes Herz habt und etwas Besseres verdient. Champion, eure Freundschaft zu den Templern ist in den Jahren seit eurem Aufstieg offenbar etwas abgekühlt. Aber ihr seid vermutlich die einzige Magierin in Kirkwall, die sich auch selbst an die Kommandantin wenden könnte, wenn ihr das möchtet. Also, wie kann ich euch helfen? Alle sagen, die Kommandantin sei wahnsinnig geworden. Steht ihr etwa immer noch zu ihr? Die Leute verlangen zu viel von ihr. Um in ihrer Position zu überleben, braucht sie ein Rückgrat aus Stahl. Und ich weiß, wie Wahnsinn aussieht. Ich habe Aldreds Augen gesehen, als nichts Menschliches mehr in ihnen war. Die Kommandantin hingegen ist noch nicht an diesem Punkt. Aber ich muss nicht fragen, woher diese Gerüchte stammen. Was denkt ihr? Für wen wird die oberste Klerikerin wohl Partei ergreifen, wenn es zu einem Krieg mit den Magiern kommt? Sie ist durch ihren Glauben und ihr Amt dazu verpflichtet, die Templer zu unterstützen. Es ist göttliches Recht, dass wir über die Magier herrschen. Aber es ist grausam, wie sie immer weiter verlockt und in dem Glauben lässt, sie hätten eine Chance zur Rebellion. Entschuldigt, dass ich euch gestört habe. Das habt ihr nicht, Champion. Erlaubt uns die Kommandantin nicht alles zu verkaufen. Willkommen zurück, werte Freundin. Dank euch war mein Geschäft noch nie so gut sortiert. Obgleich ich nicht wüsste, was ihr noch für mich suchen solltet, könnt ihr mir gerne jedwede seltene Zutat bringen, auf die ihr stoßt. Ich wäre mehr als froh, etwas nur für euch herstellen zu dürfen. Das ist das Mindeste, was ich für den Champion von Kirkwall tun kann. Freut mich, euch wiederzusehen, Champion. Champion, willkommen. Sagt mir, weshalb ich hier bin. Es gab einen Vorfall in der Galgenburg. Einige Phylakterien wurden zerstört. Und mehrere Magier haben die Gelegenheit zur Flucht genutzt. Wir haben die meisten der Flüchtigen wieder eingefangen. Aber ich brauche eure Unterstützung, um die letzten drei zur Strecke zu bringen. Ich werde kein Magier zurück unter euer Joch zwingen. Dann will ich es ganz klar und deutlich machen. Ihr seid eine Abtrünnige. Und nur deshalb auf freiem Fuß, weil ihr diese Stadt beschützt habt. Sobald ich den Verdacht hege, dass das nicht länger der Fall ist, beschließe ich vermutlich, euren Status zu ändern. Drohungen bringen euch nicht weiter. Ich drohe euch nicht. Aber das euch von Kirkwall entgegengebrachte Vertrauen sollte sich als gerechtfertigt erweisen. Aufgrund eures Einflusses in der Stadt, Champion, ist es unerlässlich, dass ihr begreift, womit wir es zu tun haben. Sprecht mit den Familien dieser Magier. Findet selbst heraus, ob man sie wieder einfangen muss. Fürchtet ihr nicht, was ich tun könnte? Ich hoffe, ihr werdet das Richtige tun.
Ihr heißt meine Methoden nicht gut. Aber vielleicht ändert ihr eure Meinung, wenn ihr mit eigenen Augen seht, wie gefährlich diese Abtrünnigen sind. Sprecht mit Elsa, meiner Assistentin. Sie kann euch alles über die Flüchtigen erzählen, was ihr wissen müsst. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Champion. Guten Tag, Champion von Kirkwall. Kommandantin Meredith hat mir mitgeteilt, dass ihr die Abtrünnigen im Namen der Templer suchen werdet. Es sind drei. Huon, Emil und Evelina. Was wisst ihr über Evelina? Evelina wurde 8 Jahre lang im Zirkel von Ferelden ausgebildet. Zuletzt hat man sie in ihrer früheren Wohnstadt bei den Flüchtlingen in der Dunkelstadt gesehen. Was wisst ihr über Emil? Der zweite Abtrünnige ist Emil de Lancey, 5. Sohn des Comte de Lancey. Aus der Oberstadt, überaus streitlustiger und empfindlicher Adel. Abends sitzen sie beisammen und verfassen Beschwerden. Erzählt mir von Huon. Huon ist ein Elf. Er wurde vor 10 Jahren aus dem Gesindeviertel geholt. Seine Frau Nisa arbeitet für eine Schneiderin in der Unterstadt. Im Moment habe ich alle Informationen, die ich benötige. Viel Glück bei eurer Suche, Champion von Kirkwall. Es sind schwere Zeiten für Kirkwall. Es sind schwere Zeiten für Kirkwall. Ihr seid nicht zu meiner Sonnenwendfeier gekommen. Seht euch nur an. Abendliche Feste, Kochkünste. Habt ihr schon eine Spitzenschürze oder soll ich euch eine besorgen? Wechselt nicht das Thema. Ich habe euch eine Einladung geschickt und ihr seid nicht erschienen. Ich dachte, es wäre... Ich meine, ich weiß nicht. Ich gehe grundsätzlich nicht zu Familienfesten. Außerdem werdet ihr und Donnick eines Tages Kinder haben. Und ich wäre die Letzte, die ihr dann in der Nähe haben wolltet. Stellt euch nur die ganzen peinlichen Fragen vor, die ihr dann beantworten müsstet. Mutter, was ist eine Schlampe? Ich zeige einfach auf euch und sage, das ist eine Schlampe.